Suche. Entschuldigung, die Pferdchen hübsch zu machen. Ja, aber ihr merkt schon, ich bin ein bisschen müde etc. Und deswegen würde ich auch sagen, okay, mache jetzt diese Produktion noch zu Ende. Die Hauptproduktion, weil sonst weiß ich es nächste Mal nicht mehr. Oh, Moment mal, was war jetzt hier vorrangig, weil was ist bestellt etc. Und wir werden aber immer was in der Warteschlange wahrscheinlich übrig haben, wenn wir jetzt hier speichern und so weiter. Weil das muss auch so sein, sonst hat man ein Riesenproblem irgendwann, dass wir zu wenig Aufträge gerade haben und machen können und so weiter, ne? Schlach. So. Da scheint gerade alles still. Mit den Dingern hier. Ja gut, die müssen geschnitten und geleimt werden, ne? Also eigentlich müsste man die mal leimen und dann schneiden und ja. Gar nicht. Aha, der hat die Dinger auch. Sind die alle schon geleimt oder was? Hm? Eigentlich nicht. So, wir haben 3 von 15 Pferden auch schon fertig. Das ist super. Das ist super. Ja. Eieiei, jetzt habe ich auch schon ein bisschen sehr vorgespielt in dem Sinne. Wir haben keinen Platz mehr für Pferdchen. Oh, damit. Das heißt, dass wir jetzt keine Pferdchen nachliefern können. Dann hinstellen können. Im Sinne. Gut, wir könnten jetzt Folgendes tun. Wir könnten hier ein Lager errichten. Für die Pferdchen. Das ist nichts. So, hier. Und das Lager, sage ich jetzt, ist das Endlager erstmal. Und jetzt sollten die Pferdchen, die fertig sind, Gott, jetzt werden sie eine Menge rüber transportieren. Alles, was fertig ist, kommt jetzt in das Lager. Ja gut, ein Ding können wir liefern, wow. Oh, wir sind wieder Level up. Schön. Also leveltechnisch sind wir hochgestiegen. Das bringt uns relativ wenig, glaube ich. Marktprognose? Nee, ich würde sagen Abzocker. Experte, lerne, wie man Angebote macht, um höhere Bezahlung für alle Kundenaufträge zu erhalten. 25% mehr Kundenauftragsdings, das finde ich gut. Also, ne? Und freunde dich mit den Bürgermeister an. Und was erhalten wir dafür? Ein bisschen Lobbyismus kann dich weiterbringen, glaube ich. Deine Beziehung zur Bürgermeister, was? Bürgermeister, oh Gott, warum habe ich denn das B? Bürgermeister an, senken deine Miete und gehen dir Rabatt auf Grundstückspreise etc. Okay, Miete. Um 20% geringer, das wird eine Menge Geld sparen. Wir brauchen Geld ohne Ende. So, dann könnten wir Holzspezialist machen oder aber Grundstücke könnten wir kaufen, wozu auch immer gerade. Mehr Arbeiter ist immer gut, glaube ich. Das ist schön. So, und jetzt sehen wir schon, hier sind die ganzen Pferdchen. Ja gut, was anderes haben wir gerade auch nicht im Petto. Und ja, dann kann es weitergehen. Und sagen wir mal mit den Pferdchen, dass die produziert werden können. Wir brauchen einfach nur Platz. Ne? Wir brauchen ja erstmal nur ein bisschen Platz. Dann kannst du.
Oh, der baut das Ding gerade um. Übrigens, was ich richtig geil finde an dieser Plastikmaschine hier. Wir können mal ein bisschen hingehen. Wenn er jetzt hier Dings macht, sehen wir es besser. Wenn er hier gleich wieder ein Plastikteil macht, ist ja eine Presse quasi. Und das ist richtig schön, wie er das Teil bedient. Ja, das ist richtig lustig gemacht in dem Sinne und lehrreich. Das werde ich gleich mal sehen. Also man muss manchmal auf Details achten. Und da sieht man auch. Da hinten laufen Nachrichten oder sowas. Und das ist schön. So, jetzt packt er das Zeug da rein. Ich würde auch noch irgendwann eine Plastik-Dings und so weiter machen. So, und jetzt geht's los. Hui! Einfach da ranhängen und quasi runterziehen. Und schon haben wir einen Hotdog. Ein Burger fertig. Muss nur noch lackiert werden. Ja. So, wie sieht es mit dem Auftrag aus? Der läuft auch vor sich hin. Das ist schön. Und ja. Oh ja, hier hört man sich gerade schön die Kreissäge. Also die haben sie original genommen, glaube ich, ne, von der Baustelle. Das ist so geil. Die Dinger machen so einen Mega-Lärm. Ich bin gespannt, wenn wir demnächst noch mehr Maschinen haben werden. Wie schön laut das alles wird. Also das wird dann mega schön. Wenn dann alle Maschinen schön irgendwelche komischen Geräusche von sich geben. Und ja, stimmt toll. Mega toll. Können wir uns schon alle darauf freuen. Ja gut, ich habe die hab umgefallen. Ja. Der wollte sich auch mal als Endprodukt hier anbieten. Der Gute. Er hat gesagt, oh ja, ich könnte ja auch mal ausgeliefert werden. Vielleicht rettet es die Firma. Oh Mann. Ja, es gibt keinen Kaffee mehr. Merkt man sofort, dass die Leute fallen. Und da sieht man, ne, da kommt gleich der nächste und sagt, okay, mach ich mal an der Maschine weiter. Das ist toll. Einfach mal schlafen lassen. Das wird schon. So. Ja, dann können ja schon mal Regale weg. Damit die Firma nicht ganz breit ist. Obwohl sie total breit ist. Ja, stell ihm das Pferd doch einfach um den Kopf. Warum nicht? No, es ist mega. Mega. So, noch drei Pferdchen dann. Dann haben wir den Auftrag auch geschafft. Ja. Übrigens wegen den Folgen. Ich kann nicht versprechen, dass die immer exakt 20 Minuten sein werden. Oder so ein Quatsch. Was ich auch für Quatsch halte. Also 20 Minuten ist so ungefähr ein Richtwert. Kann auch sein, dass mal, keine Ahnung, was passiert. Wir einfach eine total ungerade Zahl haben, etc. Und dann, ja. Kann sein, dass eine Folge mal ein bisschen länger geht oder eine Folge mal kürzer geht. Ne, je nachdem. Und dann, ja. Nein, da nicht. Hoch. Weg halt rum. Halt. So. Gerade bei Gameplay, tralala. So, ich nehme jetzt hier auch schon 2 Stunden 8 auf. Oh Gott, wie lange? 2:33. So, jetzt altert mal durch 20 Minuten. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Also eine Stunde sind 3 Folgen übrigens.
bei 20 Minuten, bei 246, also es macht 6 Folgen. 7 Folgen und ja, die 8. da fehlen jetzt schon theoretisch noch 7 Minuten. So, das haut noch halbwegs hin. Kann aber sein, dass ich jetzt zum Beispiel aufgehört hätte. Just in diesem Moment. So, weil wir jetzt das Ziel erreicht haben, wir können ausliefern und dann. Ja. So, haben wir die Sachen auch weg. Und der Markt aktualisiert sich auch gleich wieder. Uiuiui, ich hoffe, kein Produkt von denen, die wir groß geplant haben, wird jetzt vom Markt verschwinden. Warte mal, ich mal hier. Nein, ich habe zu viel Leute. Die transportieren möchten, sollen tun. Ich glaube, die haben nur zwei, drei ist eingestellt, standardmäßig. LKW-Ding und ja. Naja, jetzt wurde kommt jetzt auch hingedackelt. So, dann geht's ein bisschen schnell. Dann geht's. Yay! Und dann haben wir den Auftrag fertig. Juhu! Und damit könnten wir schon fast wieder ein Level Up haben. Aber keine Kohle, das ist nicht gut. Ohne Kohle kannst du dir keine Märchen kaufen. Das ist absolut nicht gut. Da hast du recht, Hasi. Da hast du recht, Hasi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ohne Kohle keine Möhrchen. Und ohne Arme keine Kekse. Das kennt man ja. So, der Markt hat sich soeben aktualisiert. Wir können mal gucken, auf welchem Rang wir gerade sind. Ach du heiliger Bimbam! Taktis ist auf dem 12. Platz. Halleluja, was habe ich denn hier für einen Raketenstart hingelegt? Allerdings, das heißt noch nicht viel, ne? Dass wir jetzt auf dem 12. Platz sind. Das liegt aber auch mal am Eigenkapital und so weiter. Allerdings, nee, das ist nicht mal. Das Einkommen ist entscheidend, ne? Großartig. Halleluja. Man hier nach. Ah, guck mal. Man kann nach verschiedenen Kriterien sortieren. Da sind wir Platz 19 im Eigenkapital. Da muss ich mal mit David nur noch drüber sprechen. So. Naja. Wo bin ich hier? Irgendwo habe ich doch. Ich glaube, das war Platz 3. 12. Oh, Platz 12. Also Einnahmen sind gut. Das müsste aber hier auch dann bei dem. Re Oh Gott, Platz 7. Alter, ich habe Erzfeind GmbH bald eingeholt. Wow, was pro Stunde die Dings eingeht. Alter, finde, was habe ich denn da angestellt? Ich habe gerade die Lieferung mit den Pala-Pferden bekommen. Die sehen super aus. Tralali, tralalo. Ich habe sie auch schön ausgepackt, ins Regal gestellt und alle freuen sich einen Keks. So, hier haben wir noch Regale. Regale sind, oh Gott, sind schlecht. So, ich würde sagen, wir gucken demnächst dann weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, fürs dabei sein und ja, wenn ihr Fragen habt und. Vielleicht auch eine Anregung, Kritik etc. Vielleicht auch ein Punktesystem oder so, worin man noch bewerten könnte oder so, ne? Den lieben Davido und meine kleine Firma hier. Ja, wir schauen mal, wie sich das Projektchen hier entwickeln wird und ob ich bald pleite bin. Also, das sieht absolut gerade nicht gut aus, ne? Also, was Pleite uns angeht. Na gut. Dann würde ich sagen, ich mache mal kurz Pause, bevor ich ganz pleite bin. Wir sehen uns beim nächsten Mal entweder live oder eben auf YouTube. Und ja, wäre auch schön, wenn ihr mal bei den anderen vorbeischaut, von Free German Gamers und so.
Wir haben einen YouTube- und auch Twitch-Kanal. Und ist natürlich auch bei mir verlinkt und auch bei dem Davido und so weiter und so fort. Und da einfach mal bei den anderen vorbeischnacken. Mal Hallo sagen. Ne? Das wäre ein Träumchen.